Die Leistungen der Mannschaft sind nach wie vor nicht konstant genug und die Mannschaft muss sich einfach weiter steigern und muss einfach ihr Potenzial besser zusammen ausschöpfen, nicht als Einzelner, sondern als Team. Das hat die Mannschaft letztes Jahr unter Hugh Stevens gemacht, deshalb ist man ja auch noch in der Bundesliga und da muss jetzt die Mannschaft sehr schnell dran knüpfen, um da wirklich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Also momentan macht man sich schon große Sorgen. Wenn man als VfB Stuttgart mit dem Etat nach 11 Spieltagen Letzter ist, dann hat man Fehler gemacht, ganz klar. Und ich sage auch, die Hierarchie in der Mannschaft, die fehlt. Es sind keine großen Spieler da, zwei, drei Spieler, die mal bei kritischen Situationen das Heft in die Hand nehmen und auch mal die Ordnung wieder reinbringen, auch wenn man mal ein Gegentor bekommt. Aber da fehlt einfach die Führung. Ja, klar, kann ich mir vorstellen, absolut. Aber wie gesagt, ich bin keiner, dass ich da irgendwo in den Vordergrund spielen möchte, sondern das müssen die Verantwortlichen machen. Ich bin einer, der natürlich auch offen und ehrlich die Meinung dann auch sagt, was ich einfach auch gehört und ich habe auch viel Erfahrung, aber wie gesagt, das sind Dinge, die muss man eigentlich den Verantwortlichen fragen, was haben die jetzt für Zielsetzungen in den nächsten Jahren, mit wem möchten sie in der Verantwortung im sportlichen Bereich gehen. Und ich hoffe, dass Sie da die richtigen Entscheidungen auch treffen werden.